Ho, ho, meine lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen beim 17. Türchen meines Highlights Adventskalender. Heute mit dem neuen Jugendbuch von Adriana Popescu. Ein Lächeln sieht man auch im Dunkeln. Ein Buch von einer Autorin, die ich abgöttisch liebe, deren Bücher ich verschlinge, egal ob es ihre Jugendbücher sind oder ob es eben ihre Erwachsenenromane sind. Ich habe mich mega auf das Jugendbuch gefreut, das dann im Herbst erschienen ist, habe es dann auch zusammen mit der lieben Anka gelesen und natürlich war auch dieser Austausch ganz speziell und besonders und es ist auch dieses Buch. Wir begleiten in diesem Buch drei Charaktere, einen neuen an der Schule, der von seiner neuen Mitschülerin direkt einen Star Wars Kugelschreiber, ich glaube, geliehen bekommt und da doch irgendwie so eine Freundschaft entsteht. Gleichzeitig lernen wir den Bruder von Marie kennen, dem vor einem Jahr etwas recht Schlimmes zugestoßen ist, der seither nicht mehr er selbst ist, der auch an der Schule gemobbt wird, der wirklich einen ganz schlimmen Mobber hat, den wir auch kennenlernen, da wo dann auch die Schwester eingreift oder auch Samuel, der Neue an der Schule, wo wir wirklich mit dabei sind, was das für Auswirkungen hat. Wir ja dann im Grunde auch bei dieser Entstehung der Freundschaft dabei sind zwischen Samuel und Marie, aber eben auch Marie sehr gut kennenlernen, die so ja mit dem Fluch des Bruders lebt, dass ihm eben etwas ganz Schlimmes passiert ist und dass sich die ganze Familie um ihn dreht und dass das eben auch gar nicht so einfach ist als junger Mensch. Doch dieses Buch ist viel mehr, als dass es eine Mobbing-Geschichte erzählt oder eine Freundschaft, eine Liebesgeschichte. Es ist tiefgründig und es ist einfach wahnsinnig gut und es hat so viele Geschichten in der Geschichte und das schafft für mich wirklich perfekt Adriana Popescu. Zudem schafft sie hier nicht nur drei Jugendliche, die authentisch wirken, echt wirken, greifbar wirken, sie schafft sie auch mit wirklichen Problemen und wirklich auch dieses Thema Mobbing ist ja doch immer mehr in aller Munde, dass es eben an Schulen üblich ist und wie das abläuft, wie man Mobbingopfer wird, wie man auch Mittäter wird und ich hoffe, dass so mancher, der den Mund hält und dieses Buch gelesen hat, einfach aufsteht und diesem Mobbingopfer eben auch einfach zur Seite steht. Und ich fand das großartig. Ich mag an Adrianas Geschichten auch immer die lebendigen Dialoge. Also das ist ein Hin und ein Her und das macht so viel Spaß. Es ist so lebendig, als wäre man ein Teil der Dialoge. Und zudem gibt es immer wunderbarste Anspielungen auf Filme, auf Popkultur, auf Serien, auf Musik. Es gibt hier einen ganz tollen Song von Ed Sheeran, der dann auch Anka und mich begleitet hat. Es sind wunderbare Zitate drin, wie man ein Herr-der-Ringe-Zitat in die Welt umpacken kann und ich kenne das so gut, weil auch ich durchaus Herr-der-Ringe, Harry Potter und ähnlichen Dinge zitiere und ich war einfach gepackt und geflasht. Und Adriana schafft das mit einer Leichtigkeit, trotzdem ernste Themen anzusprechen, dort ja auch so eine Kraft rauszugeben und man das Gefühl hat, dass man danach ganz viel für sein Leben mitnimmt. Und das aber ohne, dass es schwer ist, ohne dass es zu pessimistisch ist, sondern dass es wirklich einfach leicht ist, unterhaltsam ist und eben auch Jugendliche erreichen kann. Natürlich gehöre ich jetzt nicht zwangsläufig zur Zielgruppe eines Jugendbuches, dennoch finde ich, dass dieses Buch auch wunderbar als jung gebliebener Erwachsener funktioniert und einfach so, so viel Spaß macht, mich so berührt hat, mich auch wenn ich an den Gedankenspazierer denke, ein Wort, das genau das beschreibt, was ich super gerne in meiner Freizeit mache und man so mit da drin ist. Auch wenn manche Andeutung wahrscheinlich zu nerdig ist, ich liebe das. Ich liebe es, wie Adriana einfach ihre Leidenschaften hier mit einbaut und ja, im Grunde so auch jeder Charakter, den wir in ihren Büchern kennenlernen, im Grunde auch ein Teil von ihr ist. Und das schafft sie auch in Ein Lächeln sieht man auch im Dunkeln. Das macht sie wirklich großartig und es ist so, so viel Ehrlichkeit da drin und es ist so authentisch und echt und es hat mir unglaublichen Spaß gemacht und es hat mich einfach geflasht. Es war richtig, richtig toll und hat auch einige Markierungen von mir bekommen und hat mich wirklich geflasht und sehr begeistert zurückgelassen und wirklich gut unterhalten und ja, eben auch diese ernsten Themen ganz toll rübergebracht und auch die Twists, die da drin vorkommen, also wirklich großartig und es ist ein ganz besonderer Jugendroman und der mich wirklich sehr, sehr begeistert hat und deswegen natürlich sowieso einen Platz ganz fest in meinem Regal verdient hat. Und ja, das war es jetzt auch schon, das 17. Türchen und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch einen wunderbaren 17. Dezember. Danke euch fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.